nicht nur die Informationen nach außen über den Standort Leverkusen, sondern das Netzwerk der Standortbotschaft ist auch dazu geeignet, natürlich auch untereinander Geschäfte zu machen, sich kennenzulernen. Es gibt eine Reihe etablierter und auch sehr professioneller Netzwerke hier in der Stadt. Das soll jetzt nicht nur noch ein zusätzlich sein, sondern es soll im Endeffekt mit dem Ziel, den Standort zu vermarkten, auch einen gewissen Schwerpunkt haben. Aber es gibt auch untereinander Kontakte, das freut uns natürlich sehr. Wir haben vor fast einem Jahr, am 7. Juli, den Auftakt gehabt mit 46 Standortbotschafterinnen und Standortbotschaftern im Lindenhotel. Wir haben dann, zweiter Termin war dann auf der Bahnstadt. Ich sage mal dazu, obwohl wir das ja immer aussagen, das sind alles freiwillige Termine. Wir wollen also Ihr Zeitbudget nicht über Gebühr strapazieren. Nur dieser eine Empfang einmal im Jahr, das wäre schön, wenn alle da sind. Das haben wir auch heute, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Also zweite Termin war auf der Bahnstadt. Die neue Bahnstadt Opladen ist momentan das Zukunftsprojekt in der Stadt Leverkusen. Und wer, wenn nicht die Botschafter, sollten gut informiert sein, was sich in Leverkusen tut. Deshalb haben wir mit der neuen Bahnstadt GmbH auch diese extra Führung organisiert, sodass Sie, wenn Sie die Botschaft von Leverkusen nach außen tragen, auch das Paradeprojekt mit im Kopf und mit im Gepäck haben. War sehr gut besucht und wir haben auch hier nochmal 20 neue Botschafterinnen und Botschafter ausgezeichnet. Leverkusen on Eis, ein weiterer Termin. Viele Botschafter haben Leverkusen on Eis eröffnet. Wir haben auch hier nochmal 8 Persönlichkeiten ernannt. Da war es ein bisschen kälter als heute. Das heißt, wenn jetzt schon kalt ist, der schaut noch ein bisschen auf die Bilder. Wird es hoffentlich ein bisschen kühler. In diesem Jahr haben wir mit den Leverkusener Tornados die Football-Saison eröffnet. Am 6.5. Hier sind erneut fünf neue Botschafter ernannt worden. Football, das ist Emotion, Leidenschaft, Kraft und das ist genau das, was auch Sie als Standortbotschafter täglich für unseren Wirtschaftsstandort investieren. Wir hatten dann auch nochmal kürzlich von einem Standortbotschafter organisiert ein Golfturnier, das bei nicht so schönem Wetter wie heute stattgefunden hat, aber das nächste Mal ist es vielleicht tatsächlich besser. Ja, erste Ergebnisse. Ich hatte das angesprochen über diese Kommunikationsinstrumente, die nehmen Sie sehr rege her. Die finden also sehr starke Verwendung sowohl bei hausinternen Veranstaltungen, bei Messen. Es gibt Botschafter, die fahren für einen Vortrag nach Hessen und tauchen mit der provokativen Vizepräsidentenbotschaft auf. Das sorgt aber für Aufmerksamkeit und spricht sich um. Das ist besser wie die 15.000 anderen Standardkampagnen, die man gleich wieder vergisst. Ja, Sie sind doch auch Botschafter, das heißt das Signet, und da gucke ich nochmal auf den Bert Emons, der also ein sehr starker Verfechter ist, den Pin zu tragen. Das sorgt natürlich auch für eine leichte Kontaktaufnahme. Das ist ein Vorteil dabei. Wir haben von Seiten der Wirtschaftsförderung sehr intensiven Kontakt mit vielen von Ihnen, wenn es um die Vermittlung von Flächen geht, sei es Büroflächen, Handelsflächen, Gewerbeflächen. Wir bekommen Hinweise, und da sind wir sehr dankbar darüber, auf ansiedlungswillige Unternehmen. Wenn sich bei einem Geschäftspartner was tut, der einen neuen Standort sucht, dann kriegen wir schon ab und an den Hinweis, nehmt doch mal mit dem Kontakt auf. Da sind uns auch einige Ansiedlungserfolge geglückt. Und kürzlich auch, man möchte sich glauben, aus Wohnheim und aus Langenfeld, wo es ja immer heißt, es wird besser. Nein, auch diese Unternehmen vertrauen dem Standort Leverkusen. Und das ist auch mit dem Ausdruck der Botschaftertätigkeit, dass wir solche Unternehmen dann auch hier ansiedeln können. Wie wird es weitergehen? Wir haben uns mal so zur Zielsetzung gesetzt, 100 Botschafter zu ernennen. Das bedeutet auch natürlich, dass wir filtern, also nicht jeder, der Botschafter werden will, kann Botschafter werden, sondern letztendlich soll auch erstens mal das Engagement am Standort gewürdigt werden, aber auch die Möglichkeit, die Botschaft nach außen zu tragen, in Erwägung gezogen werden. Also von dem her gucken wir da auch schon ganz genau, inwieweit auch Kandidaten dann zu der Gruppe der Botschafter passen. Wir haben am 16. September hat Herr Heim eingeladen zum Botschafterbrunch, das vielleicht auch schon mal als nächster Termin.
Wir wollen, das hatte ich angesprochen, mehr Botschafter nochmal auf die Facebook-Seite bringen, um das zu komplettieren. Es werden Statements von Botschaftern in einer neuen Standortporträt erfolgen, das ist gerade in Arbeit. Wir werden weitere Clips zu den Stadtteilen produzieren, beziehungsweise Kleberkusen, die sind in Vorbereitung. Ein jährlicher Botschafterempfang und natürlich sind wir auch gespannt auf weitere Ergebnisse, die wir mit Ihnen erzielen können. Die Herausforderung inhaltlicher Art wird speziell sein. Leverkusen ist ein wichtiger Produktionsstandort, das steht an erster Stelle. Die Wirtschaftsförderung möchte natürlich auch das Spektrum erweitern in Richtung Dienstleistungsstandort. Wir werden auf der neuen Bahnstadt in Opladen eine Reihe von Büroflächen nochmal zusätzlich bekommen. Das wird also sehr interessant und passt auch auf die Stärke der Stadt, und zwar die Lage in der dichten Rheinschiene zwischen Köln und Düsseldorf. Und hier das Spektrum zu erweitern, nochmal verstärkt um Dienstleistungen, da sehen wir eine Chance für Leverkusen. Das Paket muss stimmen, deshalb nochmal ein Dank an den Oberbürgermeister, denn wir können werben, wie wir wollen, wir alle, wenn dann nicht aber auch das Paket stimmt und eine Ansiedlung dann auch entsprechend begleitet wird durch die Verwaltung und Genehmigungsprozessen. Deshalb auch mein Dank an den OB, dass das gut funktioniert. Ein Beispiel nur, wir haben mit dem Ordnungsdezernat vereinbart, wenn eine Gewerbeanmeldung über uns kommt, dann wird da eine Fastlane eingerichtet im Gewerbeamt, sodass letztendlich dann auch dieser Service, dass es nicht nur dann damit endet, dass man einen Grundstücksvertrag abgeschlossen hat, sondern dass es dann auch weitergeht, wenn man ein Gewerbe anmeldet, dass dann ein Unternehmen, das über die Wirtschaftsförderung kommt, auch einen entsprechenden Service in der Verwaltung bekommt. Ja, das war mal in kurzen Worten ein Rückblick und ein Ausblick. Es macht Spaß, mit Ihnen als Standardbotschafterinnen und Standardbotschafter zu arbeiten. Tolle Resonanz, viel zu tun, das freut uns. Die Ergebnisse, die ersten, sind da. Wir freuen uns, auf den Weg weiterzumachen. Und inwieweit das jetzt alles nur fromme Wünsche sind und so eine Binnensicht bedeutet, das werden wir jetzt gleich herausfinden, wenn Frau Utrich vom Verlag Utrich